Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Ich wollte nur gerade das Inventar ausmüllen, als auf einmal dieser Helikopter von der stählernen Bruderschaft, Herrschaftszeiten, hier gelandet ist. Da ist jemand ausgestiegen. Moment, ich gehe jetzt mal nachschauen. Was zum Teufel? Es ist alles zerstört. Was sollen wir nur machen? Wir bauen das schon wieder auf. Ich habe sowieso vor, die Siedlung hier wirklich hübsch zu machen. Das wird mal so zwei, drei Parts dauern. Entschuldigung, ich werde schon wieder abgelenkt. Ich weiß, ich muss mir das gerade anschauen. Dahin? Nö, oder? Servus. Grüß euch. Mit Hundi. Und sie ist wieder weg. Ich meine, schaut das cool aus oder schaut das cool aus? Richtig, es schaut cool aus. Gelehrter der stillen Bruderschaft. Ich wollte mir das mal anschauen. Entschuldigung. Ich wollte nur schnell das Inventar ausmüllen, etwas kochen, ganz ehrlich gesagt. Ja. Wollte mir zu diesem Zwecke auch eine Kochstation bauen. Flaschenkürbis, passt. Und, ja. Ruhen wir mal. Ich hoffe sehr. Struktur, Ressourcen, war das hier dabei? Ich glaube nur zum, hoppla. Blünderstation, Futterdruck, Glocke. Ah. Ich will nämlich so eine Kochstation machen. Frisierstuhl. OP-Stuhl. Na, servus Kaiser. Wasserressourcen haben sie genug und zum Essen gibt es, glaube ich, jetzt nur zum Anbauen hier, ne? Ja, ja. Läden, Herstellung hier vielleicht. Kochstation, Herd. Was brauche ich da? Lokaler Anführer 2, geh her auf. Dann ist halt aber nichts zum Essen. Dann trödel ich hier auch nicht weiter rum. Dann sammeln wir noch ein paar Skillpünktchen und dann passt das schon. Ich schmeiß nur ganz schnell das Zeug hier rein, was ich jetzt da neu gesammelt habe. Das sind nur ein paar Hilfsmittelchen, wie das hier zum Beispiel. Ich werde hier auch 5 zurücklassen. So. Entschuldigung, dass ihr das jetzt gerade mit anschauen müsst. Da. Das ist nicht gebraten, glaube ich. Das kommt auch weg. Der Klingenkorn, der Mais kommt weg. Natürlich die Melone. Das Fleisch hier. Normalerweise zum Überleben sollten wir noch genügend Ressourcen haben. Ich möchte nämlich jetzt gerne in den nächsten Dungeon gehen. Müsste passen. Ich verdrück mich da schon wieder. Herrschaftszeit. So. Also gut, Porten. Wir sind nämlich da unten beim leuchtenden Meer. Und da gehen wir wieder hin. So. Perfekt. Ich dachte, da gibt es jetzt vielleicht eine Quest oder so, ne? Als der Helikopter gelandet ist und es hat echt cool ausgeschaut. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Also gut, wir marschieren da jetzt rein. Jawohl. Ich werde auch aufhören zu schleichen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Dann schaffen wir vielleicht sogar in einem Part 2 Dungeons. Scheiße. Fängt schon an mit Fallen, ne? Aha. Ich schalte jetzt mit Absicht das Licht nicht ein, sonst sieht mir ja... Boah, Geschützturm 3 schon? Bam, bam. Kaput. Super. Boah, das ist nur eins. Yes, das da. Boom. Bam. Sind die überhaupt aktiv? Irgendwas stimmt da gerade nicht. Da muss man zugreifen. Ja. Da vorne ist so ein Roboterkerl. Bist du Freund oder Feind? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, ich hätte nicht umhauen sollen.
Was ist da? Steckdose, kann man da was... Nein. Genau. Dann ist mir leider Gottes als Fehler passiert, dass ich einige Sachen nicht gelootet habe. Oder mitgenommen habe, weil ich eben so viel geschlichen bin. Das werden wir auch unterlassen. Entschuldigung, ich wollte jetzt das Ding... Moment. Bist du ein Supermutant? Ist das dein Bett? Bist du nicht auf was Bequemerem schlafen? Das ist ein Supermutant mit Brille. Servus, Virgil. Ganz langsam. Keine plötzlichen Bewegungen. Du bist vom Institut. Also, wo ist Kellogg? Na? Will sich wohl an mich ranschleichen, während du mich ablenkst? Keine Chance. Ich bin nicht dumm. Mir war klar, dass sie ihn schicken würden. Virgil? Hier um zu reden. Immer mit der Ruhe. Drohen. Virgil? Bist du Virgil? Du weißt genau, dass ich das bin. Was willst du hier? Cool. Supermutant? Brauche Informationen, brauche Hilfe, drohen. Du bist ein Supermutant? Ja. Deine Augen funktionieren offenbar. Gratuliere. Danke. Hoffentlich bist du nicht nur hier, um mich darauf hinzuweisen. Also, was willst du? Alter, ich nehme so ziemlich alles zurück, was ich über Supermutanten jemals gesagt habe. Es gibt doch, ja, Schlaupilze, Schlauköpfe unter denen. Schlaupilze, genau. Schlauköpfe. Kannst du helfen? Du können helfen. Sagst du was? Oder ja. Muss ich es aus dir herausprügeln? Alter, spielt keine Rolle. Institut, kannst du helfen? Kannst du mir jetzt etwas über das Institut erzählen oder nicht? Das Institut? Also haben sie dich geschickt, nicht wahr? Du arbeitest mit Kellogg zusammen. Angst vor Kellogg? Hab mich drum gekümmert. Entspann dich, du bist ein Fiesling. Nein, er ist nur vorsichtig, aber... Hab mich drum gekümmert. Kellogg ist keine Gefahr mehr. Ist tot? Lüg mich nicht an. Schwer zu glauben, ich habe einen Teil seines Hirns. Ich hoffe, ich hab's dabei. Das ist die Wahrheit. Lüge nicht. Keine Zeit dafür. Schwer zu glauben? Ist das so schwer zu glauben? Natürlich ist es das. Kellogg war gnadenlos. Das Institut hat ihn nicht ohne Grund so viele Jahre die schmutzigen Jobs erledigen lassen. Ich wusste, dass sie ihn schicken würden. Wollte vorbereitet sein. Aber ich wusste trotzdem nicht, ob ich das packe. Also hast du... Du hast ihn getötet, was? Was willst du nun von mir? Warum gehen? Geduldig. Kein Idiot, du bist entkommen. Warum gehen? Warum hast du das Institut verlassen? Ich weiß, dass du von dort kommst. Du weißt von der Flucht? Yeah. Aber wie? Nein, das spielt keine Rolle. Ich gehe nicht zurück. Kann nicht zurück. Schau mich nur an. Was machst du hier überhaupt? Was willst du? Sei nicht so gemein. Institut, brauche Infos. Entspann dich, hör auf zu jammern. entspann dich. Ganz ruhig. Ich will nur wissen, wie ich da reinkomme. Moment, was? Ist das dein Ernst? Du willst ins Institut? Bist du bescheuert? Abgesehen davon, dass es unmöglich ist. Selbst wenn du es schaffst, würdest du so gut wie sicher auf der Stelle draufgehen. Aus welchem Grund solltest du bitte ein solches Risiko eingehen? Für die Familie. Spielt keine Rolle. Hm? Im Ernst? Das spielt keine Rolle. Gut. Cool. Weißt du was? Es ist mir auch egal. Wenn du sterben willst, dann ist das deine Sache. Aber ich sage dir, genau das wird passieren. Ich kann dir helfen, aber du musst mir ebenfalls einen Gefallen tun. Was soll ich machen? Vielleicht. Einverstanden. Keine Chance. Sicher, oder? Was soll man machen? Was willst du von mir? Vor meiner Flucht arbeitete ich an einem Serum, das meinen Zustand heilen sollte. Oh. Ich konnte es nicht mitnehmen. Es ist noch in meinem Labor und... Schau mich an. Ich brauche es. Wenn du es ins Institut schaffst,
musst du es für mich suchen. Was meinst du? Ja, klingt nach einem Deal. Du hilfst mir, ich helfe dir. In Ordnung. In Ordnung. Dann lass uns über die Details reden. Fangen wir von vorne an. Weißt du, wie Syns das Institut betreten und verlassen? Durch einen Teleporter. Ja, die verwenden so einen Teleporter. Sieh an. Von dem wissen nicht viele, das ist ziemlich geheim. Du hast deine Hausaufgaben gemacht. Er wird gemeinhin als Molekulartransmitter bezeichnet. Ich verstehe nicht wirklich, wie er funktioniert, aber er tut es. Entmaterialisiert dich an einem Ort und materialisiert dich an einem anderen. Hört sich verrückt an, ist aber wahr. Der Transmitter ist der einzige Ein- und Ausgang des Instituts. Verstehst du? Der einzige. Und das heißt, dass du ihn verwenden musst. Also, hast du je einen Institutsrunner gesehen? Runner? Jede Menge. Nein, ich weiß nicht so recht. Ist das wahrscheinlich der Typ, der dann mit Sean weiter ist und so, ne? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Da klingelt nichts. Überrascht mich nicht. Die kommen nur selten raus und dann sieht sie meistens niemand. Runner sind Syns des Instituts, die nur einen Zweck haben. Sie sind Jäger. Wenn ein Einsatz in die Hose geht oder ein Synd vermisst wird, dann schicken sie einen Runner. Sie sind sehr gut darin, was sie tun. Und du musst einen von ihnen erledigen. Oh, schön. Warum einen töten? Unsicher. Los geht's. Klingt nach Selbstmord. Sehr super. Warum einen töten? Warum muss ich einen töten? Weil du ins Institut willst. Schon vergessen? Sie sind eine Eintrittskarte. Jeder Runner verfügt über besondere Hardware, die direkt mit dem Transmitter des Instituts verbunden ist. Du brauchst diesen Chip in ihrem Kopf. Aber dafür brauchst du erst einen Runner. Ich weiß allerdings nicht genau, wo man einen findet. Sie haben mir keinen auf den Hals gehetzt. Und hier herumzusitzen ist wohl auch keine Lösung. Du musst Jagd auf einen machen. Ich kann dir sagen, wo du am besten anfängst. Und dir auch helfen. Aber die Drecksarbeit musst du selber erledigen. Ja, das kriegen wir schon hin. Was soll ich machen? Raus damit. Okay. Ja, was soll ich machen? Wieso frage ich denn jetzt so blöd? Er weiß es selber nicht, wie man das am besten machen könnte. Das kriegen wir schon hin. Dann mal ran ans Werk. In Ordnung. Der primäre Einstiegspunkt der Runner sind die CIT-Ruinen, direkt über dem Institut. Dorthin solltest du gehen. Der Transmitter erzeugt recht heftige Interferenzen im gesamten EM-Spektrum. Dein Pip-Boy hat ein Radio, nicht wahr? Stelle es in den Ruinen auf den unteren Frequenzbereich ein und du wirst die Interferenzen hören. Folge dem Signal bis zu einem Runner. Dann musst du nur noch nicht draufgehen. Ich sage es dir ganz offen. Deine Chancen stehen schlecht. Aber wenn du es schaffst, denk an das Serum. Ich brauche es dringend. Ich hoffe wirklich, dass du findest, wonach du suchst. Oh, das ist ein ganz netter Kerl. Wup, 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 wup. Stufe aufgestiegen. Supi, 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 supi. Mua. Puh. Jäger gejagt. Begib dich zum Ort. Jo. Na, Hancock, das freut dich auch. Fisch. Also dann, Hulk. Bis später. Servus. Verdammt, die hätte ich nicht abschießen brauchen. Das erklärt auch, warum die nicht sofort scharf auf uns geschossen haben. Ups. Naja. Das ist Kollateralschaden. Jawohl. So. Ui, raus da. Also fein. Dann schauen wir mal, wo wir. Hier gibt's Strahlung. Nichts für Weicheier. Ja, ich hoffe, du hältst das aus, weil ich bin kein Weichei. Nicht in dieser Rüstung. So, wo müssen wir denn da hin? Hey, das ist ja praktisch. Nö, so viel gelootet haben wir ja nicht. Also hin da, und zwar flotti. Ich habe hier richtig brav ausgemüllt.
Wir waren ja unter 140 ja, Kilo? Gramm? Decker? Keine Ahnung, wie man das sagen soll. Ich würde eher sagen Kilo. Und da werden wir auch gleich mal schauen, wo wir den nächsten Skillepunkt. Nein, ich sammle die erstmal. Ich tue die jetzt nicht verbrauchen. Ich weiß, ich bin böse. Tue ich jetzt. Oder doch? Aber nein, aber doch, aber nein. Es gibt da so einen Skillpunkt, der wäre halt echt fesch. Dann kann ich halt die Siedlung nicht bauen, ne? Wie ich es gerne hätte. Dann tun wir halt inzwischen ein bisschen questen. Ach, es ist echt schwer. Naja, wobei. Warte, ich zeig's euch. Ich soll nicht zu viel grübeln. So. Also, ich meinte. Warte mal. Der war's, glaube ich, Schnorrer. Du weißt, wie man plündert, um weiter zu kämpfen und findest mehr Munition in Behältern. Das Zeug würde ich gern skillen. Ehrlich gesagt. Puh. Weil wir ja. Weil ich ja so viel verschießen tue. Ich werde es dann einfach auch machen, ganz stur. Und alles, was danach kommt, ich meine, allein fürs Bauen. Ja, ihr habt ja die Siedlung gesehen, ne? Ich möchte wirklich eine ganze Siedlung wunderhübsch machen. Und vielleicht passt es sogar, mal kurz umsetzen, so. Und vielleicht passt es ja auch, dass wir mal so wieder zwei Parts oder so mit Sanctuary Hills verbringen tun, verbrauchen tun. Servus, Hübschi. Und ja, es gehört ja auch irgendwie zum Spiel dazu. Vielleicht mag der eine oder andere ja wirklich gern auch sehen, wie ich das mir so vorstellen tue. Ich will mir auch beeilen, so mit zwei Parts und so, dass es nicht zu lange wird. Aber ein bisschen aufbimpen, ich mag das halt auch so gern. Ist sicher nicht verkehrt. So, wo muss ich jetzt lang? Da. Gibt's hier Zigaretten? Ja, super. Besser als auf dem Schwarzmarkt. Weil auf dem Schwarzmarkt muss man was zahlen dafür. Ich denke da rein. Hm? Bin ich da richtig? Nö, oder? Vielleicht dahinter. Da. Was? Okay, Gegner gibt's keine. Hallo? Ah, Sith-Ruinen. Das schaut echt lieb aus. Na, servus, Kaiser. Ich glaube, vielleicht darauf. Da wird nichts sein, hoffentlich. Bist du was Besonderes? Nein, nur radioaktive Kacke. So, da hinten vielleicht irgendwo was? Da ist hier überall nix. Warum ist da überall nix? Ich will was plündern. Ich werde dann auch, wenn wir, also bevor wir die Siedlung dann ausbauen, werde ich auf jeden Fall mal was offscreen machen müssen. Und zwar möchte ich gern den gesamten Schrott, oder so ziemlich den gesamten Schrott, den wir... Hast du was aufgeschnappt? Nö. Was hast denn du für Anfälle? Möchte ich auf jeden Fall versuchen, den gesamten Schrott, den wir da so gesammelt haben, eben zum Starlight Drive-In zu bringen. Und dort werden wir das Ganze dann aufbauen. Her mit dem Klumpert. Lalila. So, da sind wir schon wieder fertig, ne? Jupp. Herrschaftszeiten. Hancock. Ja, und jetzt? Sollen wir warten, bis so ein Humblemann daherkommt, oder was? Huch. Da tut er gleich mal lecken. Dann werden wir uns mal auf eine Position begeben, wo das vielleicht gar nicht mal so unübersichtlich ist. Na, toll. Das sind nur depperte Gerüste, ne? Ich glaube, da bin ich sowieso verkehrt. Alle hopp. Jawohl. Boom. Ah, ah, ah. Da ist was. Ja, und jetzt?
Überwache die Funkfrequenz. Ah ja, natürlich, die Funkfrequenz. Radio. Militär. Runner-Signal. Ah, das ist nur Piep, Piep, Piep. Okay. Ja, und jetzt? 10%. Bin ich da jetzt richtig? Ich hoffe mal, das passt so. Also rein da. Hoffen wir es halt. Bewegung entdeckt. Seltsam, da jemand anwesend greife, feindliche Ich habe jetzt aber was gemacht. Hallo? Alter! Wer ballert denn da schon wieder wie ein Geisteskranker? Ein Synth. Warte, da ist besser. Bam! Puff. Wo bist du? Hallo? Ich glaube, ich bin hier drin vollkommen falsch. Aber das glaube ich nur. Was geht denn das? Warum Supermutanten? Hey, ich sehe da ja nichts. Ah, erwischt. Schau mal. Da kommt wer. Oder er rennt in der Wand. Scheiße. Ja. Wo geht's denn hier jetzt rauf? Ich habe keine Angst, aber... Ah, da haben wir die Treppe. Da unten ist noch keiner, glaube ich. Dann gehen wir mal rauf. Gehen wir mal schauen, was da so los ist, ne? La, li, la, la. Eine Falle ist sie nicht. Hallo, ihr Deppen. Hier so langweilig. Nichts tun, nichts essen. Ich bin da, glaube ich, komplett falsch. Zeit zum Einsammeln. Sagen Mund halten oder die Zunge rausreißen. Nicht gegen dich kämpfen. Nicht wert. Redet er mit mir? Was ist das? Was? Wer da sein? Wer da sein? Ja, ich bin da eigentlich, aber wer bist du? Und warum bist du da? Hier meine ich und so. Das gar nicht da sein. Ich glaube, da bin ich falsch. Das geht sicher draußen. Zu machen. Ja. Okay, da ist nichts Besonderes. Jawohl, ein paar Bilderrähmchen. Ja, ich glaube, ich verlasse das hier mal. Da bin ich noch nicht ganz richtig an dem Ort, wo ich hin wollte. Also, überlebe ich das? Wow. Jupp, dummer. Ich gehe da wieder raus. Das ist nicht ganz richtig. Wir müssen ja diese Typen da verfolgen. Das war nicht ganz richtig. Nein, 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 nein. Also ist es dann quasi hinterm Gebäude. Hopp, hopp. Das heißt, wir müssen da bitte sprinten. La, 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 la. Los, alle, hopp. Da, 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 da. Schauen wir mal von da an. Ich glaube, das geht. Aha. Raider Psycho. Na, super ist das schon wieder. 35. Boom hat's gemacht. 40, okay. Da haben sie mir aufgespießt. Ist da was drin? Nein. Niemand. Kann man da rein? Wow. Hallo. Du Hampelmann.
Ja, ja, ist schon gut. Uwa, Alter. Ah. Stirb weg da. Ja, bist du narrisch? Hörst du auf zum Schießen? Du Zipfelklatscher. Da, in dein Bein. Wenn es gehen wird. Weg mit dir, Mistkerl. So. So, du bist auffällig. Arschkopf. Na, so, da erwischt man ihn aber nicht wirklich, ne? Boom. Yeah, muha. So. Was wär du? Du willst auch was abhaben. Ja, wohin denn? In den Haxen wäre nicht schlecht. Ja, wenn ihr was treffen würde, ne? Hallo? Ich will was treffen. Wo ist denn jetzt hin? Da oben. Arschkopf. Toll. Wo ich hinsch... Also... So. Und weg mit dir. Tschüssi. Ha, noch wer? Da unten. Ich würde sagen mal in den Haxen. Bäm. Da. Und in den Schritt. Na komm. Oder so. Aua, was willst denn du? Du Dreckige. Tschüss. Piep, 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 piep. Da ist ein schöner Kopf. Wunderbar. So, dann nehmen wir das Graffel da unten noch mit. Da dran. Da dran. Da dran. Wo ist noch einer versch... Was? Ich höre Stimmen. Ah ja, den hatte ich schon. Schau mal, ob wir da draußen noch jemanden sehen. Boom. Brauchst dich nicht verstecken. Ist bald alles vorbei. Wo redet die denn bitte? Chopperl. Wow. Da macht's mal Boom, ne? Ich loot den oben noch schnell. Ganz, ganz schnell. Oh, mein Haxen ist hin. Ich loot den da oben noch ganz schnell, wollte ich sagen. Lali, lali, lali. Nein. Ist das eine normale Tür? Nein. Ist wieder so ein Dungeon, ne? Da ist er. Komplett zermaudelt in der Mülltonne drin. So. Wir kommen eh später wieder her, wenn es eine Quest oder so gibt. Da können wir uns ja eh, boom, in die Nähe hinporten. Ist ja alles nur Problemo. So, auf die Tür. Und raus da. Ah. Da hinten war ein Meierlurk. Ich habe ihn gesehen. Aber wir müssen da, glaube ich, nicht hin, oder? Da lang? Das da? Nö, noch nicht ganz. Super. Super. Horuk. Läuft da gerade jemand? Schön war das Hancock. Piep, piep. Ah, Patronen. Wow. Patrönchen, Patrönchen. Ah, Gentech. Wohin? Dahin? Piep, 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 piep. Ah, na dann, töte die Runner. Moment, wie schaut's mit dem Inventar aus? Ja, ja. Schon gut, das Bip, 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 du magst dann auch gleich weg. Okay, ich bin schon fast überladen. Mist. Ich mach das mal aus. Schau mal rein. Zur Not muss ich halt irgendwas in Kisten packen. Und dann ist gut. Dann mache ich wieder so hin und her Borden und so, ne? Aber ich hoffe mal ganz... Was war das jetzt gerade wieder? Oder warte mal. Hancock. Was soll ich... Ich dreh dich mal vor, voll mit Sachen. Da bitte. Ich dreh dich vor, genau. Ich dreh dich voll mit Sachen, wollte ich sagen. So, bitteschön. Kannst alles haben. So, das Ganze klumpert hier auch. So, la 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 la. Dann die hier. Das hier. Trage ich sowas überhaupt? Ich glaube, ich trage die Lederrüstung nicht. Wie kann ich nur? Oder doch? Obwohl, ich glaube schon. Passt schon.
Alles gut, Entschuldigung. Hilfsmittel diverses und Schrott. Was, du bist schon voll? Ja, okay, so ein Fliegengewicht wie du kann nicht viel schleppen, ne? Es wäre echt gut zu wissen, ob man seine Kleidung auch pimpen könnte. Boah, der schaut schon wieder aus, ne? Super, da hat es einen Gunner zerrissen. Ein Mülleimer. Jo, Globus und das ganze Zeug. Ich weiß jetzt schon, dass wir hoffnungslos überladen sein werden. Das kann gar nicht anders sein. Mit oder ohne Schnellreise läuft es auf selber hinaus. Das kann ich mir schon... Ich könnte aber den Mülleimer nutzen. Der wird nicht kaputt. Wartet mal. Ja, ich weiß, ist jetzt wieder ein bisschen übel. Aber ich muss das machen. Weg damit. So, das kommt alles rein. War, schon wieder falsche Taste. Hengi, gib hier mal dein Zeug. Du musst es nur sagen. Gib hier alles. Ich schmeiß das mal da rein. Moment, ist gerade dein Hut weg? Was brauchst du? Guck mal nach. Wo ist denn jetzt der Hut hin? Also ohne Hut schaut er furchtbar aus. Wo war denn der jetzt? Ich hoffe, den finde ich jetzt an. Den wollte ich ihm jetzt nicht stibitzen eigentlich. Der hatte doch einen Hut auf, oder? Pilotenhelm. Da. Nein. Wo ist denn der jetzt hin? Dreispitz. Das war er, ne? So. Oh. Haben wir Taschen dabei? Man kann denen echt was anziehen. Okay, fürs nächste Mal. Nehme ich dann einfach Zeugs mit, die Taschen, oder ich lasse ihm halt Sachen anziehen, die Taschen dabei haben. Und dann geht das schon. Ich Trottel, das habe ich gar nicht bedacht, dass das ja auch gehen muss eigentlich. So, dann. Da könnte man so eine Lederrüstung nehmen zum Beispiel. Die tragen wir dann immer brav mit. Und können oder rüsten die gleich damit aus. Dann passt das auch normalerweise. Aber jetzt habe ich leider nichts Passendes da. Außer die eine. Ich glaube, die eine gebe ich ihm. Ist zwar halt sein Outfit ruiniert, aber vielleicht besser als nichts. Schauen wir mal. Warte. Na, ich druck schon wieder falsch. Hengi, komm mal her. Aufgepasst. Schön, da, kriegst noch was. Vielleicht bringt es dir ja was. Vielleicht wirkt es ja falsch. Was tue ich denn da? So. Na, was ist denn jetzt? Hallo? Da. Das kriegst du auch noch. Und anziehen, bitte. Ach, du Heilige. Geht das nicht zusammen? Da muss ich ihn ja Dings auch wieder geben. Ach, ist das gemein. Was? Aufgepasst. Scheiße. Hä? Wo hat denn das jetzt hingetan? Hallo? Ich glaube, ich fange Spinnen an. Kleidung. So, Dreispitz. Roter Gehrock. Das gibt's ja nicht. Also. Ausrüsten. 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 Okay, das nimmt er nicht. Ja, dann weißt du was. Hupf in Gatsch. Dafür habe ich keine Zeit. Echt. Hupf in Gatsch. Wenn's nicht willst, dann willst halt nicht. Aber vielleicht kann man echt seinen blöden Mantel vielleicht irgendwann einmal aufpimpen, damit er wenigstens eine kleine Tasche oder so hat. Scheibenkleister, wo fangen wir denn an? Ich würde sagen hier. So. Da ist gar nichts. Licht wäre gut. Yeah. So. Mülleimer. Subi. Diesem kleinen Bömpchen da, diese Raketen als Mülleimer, ist ja auch nicht schlecht, oder? So, ein schönes Telefon, das ist überhaupt nichts. Was haben wir da und hier und dort? Ja, Patrönchen, es macht sich schon bezahlt. Der Skill von debunkt. Was haben wir hier noch Schönes? Eine hübsche Vase, Nuka-Cola-Fläschchen, noch ein Mülleimer, wo nichts drin ist.
Das ist ja Betrug. Wann ist im Mülleimer nichts drin? Ich meine, der muss gerammelt voll sein bei einer Katastrophe. Könnt ihr euch gleich merken. Wenn sich so eine atomare Katastrophe ankündigt, könnt ihr schon mal vorsorgen für alle Überlebenden und mal alle Müllkübel vollstopfen mit irgendwas. Boah, wohin zuerst, ne? Das könnte schon der Weiterweg sein. Was nicht so klasse ist. Ja, schaut ganz danach. Nein, vergiss, was ich gesagt habe. Oh doch, vielleicht ja? Der Runner ist im ersten Stock. Sofort töten. Schicke Verstärkung in die Lobby, falls sich da noch mehr herumtreiben. Was? Was? Ich bin unschuldig, bitte. Da ist auch ein Sturm. Warte, Deichsel. Jesus, na, wer da oben ist so ein Kerl. Du! Na, warte, so. Ja. Bäm, bäm, bäm. Drüben ist wieder so ein Kerl. Hallo? Hallo? Was? Wo kommt die jetzt her? Wo wird jetzt schon wieder geschossen? Ich sehe das nicht mal. Hallo? Da drüben ist so ein Trottel. Mehr tut Schoppel. Na. Also echt. Ich schieße dir gleich ein zweites. So ist es. Mehr tut Schoppel. Bam. Bam, 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 bam. Bam, puff. Ja, nachladen ist logisch, ne? Alter, Chopper, stirb weg. Da! Da bist du. Boom. Bam, bam, bam. Ich schieße aber besser als du. Ja, das haben wir fein gemacht. Geht hier die Tür auf? Ja. Liegt hier irgendwas rum? Nö. Ich hoffe nicht. Busch, boom, Clash, Chepper. Die ganze Zeit. Dabei wollten wir nur mal fröhlich Hallo sagen. Freilich, im Aktenschrank, alles voll mit Alk. Was? Also, wo kommst denn du jetzt her? Selber schuld. Man greift mich nicht von hinten an, Mistkerl. So, warte mal. Habe ich noch was zum Essen? Ja. Runter damit. Ach, köstlich. Selbstgemachtes ist halt einfach. Um eine Hausnummer besser. Ah, die habe ich vergessen. Auszuluten. Von wo schießt du denn? Da oben. Und das soll ich treffen. Was ist denn das? Na nun, gegangen? Oder... Oh, bam! Mal schauen, ob der was hat. Laufi, 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 laufi. Ist da unten auch Werksturm? Mist. So, wie schaut's? Ah, da kann ich eh runter. Das ist eh super. Training kann ich schaden. Wie kommst du so schnell jetzt runter? Ih, dem fehlen ja die ganzen Haxen. Da oben. Du Arschkopf. Super, erwischt. Überhaupt nicht. Da, weg. Mit dir. Du Klumpert. Da, her mit dem Zeug. Ist da was drin? Nein. Habe ich da nicht schon? Ja, Schimmel essen. Köstlich. So, bin ich da fertig? Ich hoffe, dass ich da mal fertig bin. Das ist auch so ein Dingens. Ja, noch mehr Schimmel essen. Dein leerer Teller vielleicht? Komm raus, leerer Teller. Na, schimmeliges Essen. So, hier noch irgendwas? Eine Vase. Und da? Ja, super. Entschuldigung. Gnädigste. War keine Absicht. So, da drüben. Ja, schau mal. Und was haben wir da? Ja, ja. Green Tech. Ich habe Gentech gesagt. Entschuldigung. Green Tech. Ja, Schutz. Gesammelte Materialien. Ziel. Sammle Material und bereite es für den Transport zum Hauptquartier vor.
Status. Aktuell wird die letzte Materialladung sortiert und die in die Eingangshalle hinuntergeworfen wurde. Anmerkung, immer noch sehr viel Material zum Sammeln vorhanden. Sollte das Hauptquartier wegen der zu beschaffenden Menge benachrichtigen, damit wir es nicht übertreiben. Und ein Schutz. In der kurzen Zeit, in der wir das Gebäude besetzt gehalten haben, konnten wir in der Eingangshalle und im Erdgeschoss des Hofs Verteidigungsanlagen der Stufe 1 errichten. Wir haben 3 Geschütztürme aufgestellt und diese mit dem Terminal verbunden. Die Männer sind gerade dabei, Geschütze aufzustellen, die die Verbindungsbrücken sichern. Sie müssten sehr bald einsatzbereit sein. Turmsteuerung. Ja, 2 Einheiten. Bitte seien Sie vorsichtig. Gehen Sie stets davon aus, dass Türme geladen sind und scharfe Munition verschießen. Bitte wählen Sie deaktivieren. Jo, bitte. Passt. Wahrscheinlich waren es eh schon diejenigen, die wir abgeschossen haben. Aber ist ja wurscht. So, ein schönes Tässchen. Da unten ist da was? Nein, das schaut nur so komisch aus schon wieder. Da ist nur ein Stück Menschenfleisch. Ja, da haben wir noch was. Gut, ich glaube, das war's. Oh je, der Part ist auch schon wieder zu Ende. Schluss aus Ende. Ein Aufzug. War ich jetzt da hinten gründlich? Nein, ne, da war noch was. Ich stecke fest. So, ein kleines bisschen noch. Da hinten wollte ich noch weiterschauen, bevor wir den Aufzug verwenden. Bam. Ja, da hat es auch einen zerlegt. Jackpot. Was, echt? Jackpot. Dann hat er was Wertvolles gehabt, wahrscheinlich. Ein Rollstuhl. Ja. Immerhin scheinen sie auch Leute mit einem gewissen Handicap hier arbeiten lassen und getan zu haben. Oh. Also ganze Arschlöcher sind sie nicht, nur halbe. So. Da noch irgendwas? Nö. Glaskrug. So. Ich hoffe mal, dass wir hier nichts übersehen haben. Fisch. Perfekt. Dann noch... Bäh. Das geht hier doch im Kreis, ne? Da waren wir schon, glaube ich. Hey. Na, waren wir nicht. Alter. Lauf zum Schießen. Okay. So wird das nichts. Bist du, Kerl? Weg mit dir. Ja, natürlich. Hancock stürmt wieder voran, ne? Chopper? Alter. Chopper, was ist mit du? Bam. Na komm. Ja, ist wieder klar, ne? Weg mit dir. Nein, das war nicht sein Tag. Da hast du vollkommen recht, Hancock. So. Yeah, da haben wir was Besonderes bekommen. Ich sollte es mal besser durchlesen, ne? Aber man sieht meistens eh nur den Anfang und das war's dann auch schon wieder. Super Fonte Kleber. Baumwollgarn. Jawohl. Abgenutztes Klemmbrettchen. Jawohl, das kommt alles mit. Coca-Cola-Fläschchen. Da, Spielzeug, Auto. Ja, ich glaube, da habe ich nichts vergessen. Und nach dem Raum machen wir Schluss. Weil da muss ich nämlich Schluss machen mit dem Part hier. Ich sehe schon wieder Schier Überlänge. Schier Überlänge. So. Das machen wir noch auf. Ich hoffe halt, dass es klappt. Jawohl. Wie schön. Supi. Dankeschön. Und hier, haufenweise Patrönchen. Patrönchen. So, ich hoffe mal, dass ich nichts übersehen habe. Und würde sagen, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!